Ihr Lieben, es geht weiter mit Civilization 6 und mit unseren Galliern. Zweiter Stream auf Twitch nach dem spektakulären Auftakt, bei dem 6 Videos entstanden sind für die YouTube-Zuschauer. An euch alle ganz liebe Grüße. Ihr kriegt ja mit, es gibt gerade eine Überdosis an Livestreams mit den neuen Galliern vom Byzanz und Gallien Pack und auch an Videos, halbstündigen in der Regel danach auf YouTube. Nochmal kurz der Hinweis, falls ihr euch fragt, Mensch, wann kommt welches Video auf YouTube? Das kann man alles im Internet sehen. Vorab, es gibt einen Programmplan, den gibt es auf der Patreon-Seite, da mache ich ja Crowdfunding, da kann man solche Programmpläne sehen, die kommen etwa einmal die Woche raus. Es gibt halt eine Seite, die Patreon-Seite, ich mache Crowdfunding. Danke an alle, die mich da so treu unterstützen, so einen langen Zeitraum, die meisten auch schon. Und da werden diese Programmpläne regelmäßig veröffentlicht, normalerweise nur für die Patrons selber, aber jetzt in Corona-Zeiten im Augenblick öffentlich zugänglich. Dann kann man gucken, wann was kommt und das ist im Augenblick richtig, richtig viel. Wir wollen jetzt aber hier loslegen mit unseren Galliern, weiter streamen und weiter aufzeichnen für die YouTube-Leute. Wir haben hier zweite Stadt Obulix, letztes Mal gegründet. Dann haben wir daneben hier vorne Obulix am Rhein, unsere Hauptstadt. Auf den ersten Blick, gestern, ja, ich sag mal gestern, weil gestern ja der erste Stream war, habe ich danach ein Gefühl gehabt von, meine Güte, und steht die ganze Welt offen, schaut euch das mal an, riesengroße Karte, weit und breit treffen wir keinen Gegner, keinen Nachbarn, da ist nichts, noch nicht mal viele Barbaren da und die wenigen, die wir sehen, die können unsere Gesaten zerhacken, unsere Spezialeinheit, die wir so früh haben, ich hatte das Gefühl, das kriegen wir locker hin. Was kostet die Welt? Anscheinend viel zu wenig, als dass es für uns gefährlich werden könnte. Auf den zweiten Blick sieht es ein bisschen dunkler aus. Wir spielen auf Hochlande, auf dem Kartenskript. Wir spielen mit den dramatischen Zeitaltern, mit diesem Spielmodus. Da werden wir nachher nochmal beim ersten Epochenwechsel, den wir haben werden, nochmal im Detail drauf eingehen. Ich habe mich mittlerweile noch ein bisschen in die Details reingefuchst und reingearbeitet und dann können Matsumanix und ich, Bullix, euch das noch im Detail erklären. Hi Matsumanix. Ja, hallo zusammen. Viele Grüße aus dem schönen, beschaulichen Dorf Obulix. Hier können, Obulix hier unten zu sehen, hier können Städte flippen. Auf Gottheit sind in der Regel 40%. 40% aller unserer Städte weg, wenn wir es nicht schaffen, in ein goldenes Zeitalter zu kommen. Und es gibt nur noch im Modus dramatische Zeitalter, die wir spielen, entweder goldene oder dunkle Zeitalter. Wir starten mit einem normalen, danach nur noch diese beiden. Landen wir nicht in einem goldenen Zeitalter, auf Gottheit 40% unserer Städte flippen, werden freie Städte und, das, falls das gestern nicht ganz klar geworden ist, die halten zusammen jetzt in diesem Modus wie ein Reich. Die bauen, das heißt nicht, die Städte denken nicht für sich, sondern die arbeiten auch mit Loyalität. Die boosten sich gegenseitig als ein freies Reich und entfalten auch Druck auf unser Reich. Das heißt, es kann sein, dass unsere benachbarten Städte, wenn das besonders große Städte sind, die flippen, zum Beispiel, dass die dann von denen angezogen werden und auch zu denen rübergehen und die Seiten wechseln. Es gibt nur einen Funken Hoffnung, den wir dabei haben, nämlich den, dass es nicht rein zufällig ist, welche Städte draufgehen, wenn ein dunkles Zeitalter ausgerufen wird vom Programm, sondern die Städte mit der, wo unsere Loyalität am schwächsten war, also wo der Druck am geringsten war, der positive, den wir aufgebaut haben, oder der negative, der Feind oder wie auch immer, die Städte, die meistens am Rand des Reiches sitzen, dann de facto, die flippen in der Regel als erste, wenn man dann diese Liste, wenn das Programm die Liste runtergeht, wo lasse ich flippen. Das heißt, in der Regel, nicht immer, aber in der Regel sind es eher die bevölkerungsschwachen Städte, die den Besitzer wechseln und dann frei werden. Aber ganz verlassen kann man sich drauf nicht. Teufel sitzt im Detail und er wird uns jagen und wir werden versuchen, uns zur Wehr zu setzen. Das ist das dramatische Zeitalter. Um den Faden von eben nochmal aufzunehmen, Leute. Auf den ersten Blick Sommer, Sonne, Sonnenschein, trotz der dramatischen Zeitalter. Auf den zweiten Blick, ja, viel Platz, aber kein guter Platz. Das ist die Übersicht, wo man siedeln kann. Das meiste ist grau. Oder rot. Rot heißt, da kann man keine Stadt gründen, weil zu dicht an einer anderen Stadt dran oder weil Wasser oder weil Berg oder weil Naturwunder, wo man nicht draufziehen kann, USW. Weiß heißt, ja, da können wir siedeln, aber kein Trinkwasser. Kein Trinkwasser. Gar keins. Das heißt, man muss sofort gucken, ob man ein Aquädukt bauen kann, ob man haufenweise Felder bauen kann, um das irgendwie mühsam auszugleichen. Hellgrün heißt ja ein bisschen. Zwar kein Trinkwasser, aber immer ein Meerwasser und dann kann man vielleicht, was weiß ich,
Handel treiben oder Entsalzung machen, irgendwas, ein bisschen Wohnraum an den hellgrünen durch den Wasseranschluss und die wenigen, die richtig gut sind, die dunkelgrünen, die dir an Seen liegen oder an Flüssen, die sind in diesem Ausschnitt der Karte unglaublich knapp gezählt. Schaut euch das mal an. Kaum grüne Flecken. Und da, wo sie sind, ist drumherum nichts Fruchtbares. Guckt euch das mal hier im Norden an. Das ist ein Punkt, den ich nur eingezeichnet habe. Die meisten anderen hat Matsu Mannix eingezeichnet. Ihm hatte ich das Safe-Game anvertraut. Hier ist halbwegs dunkelgrün, aber guckt mal hier im Norden. Alles das hier, kaum Erträge. Tundra, Tundra, Tundra. Oder im Osten, Wüste, Wüste, Wüste. Oder im Westen, Wüste, Wüste, Wüste. Teilweise undurch. Wir haben ja mit beim Hochlandegeländeskript auch viele Gebiete, wo man schwer hin kann. Wo Bergketten sind, Hügelketten sind, wo irgendwie kleine Seen einem den Weg versperren. Das ist echt bitter. Das ist ganz, ganz bitter. Wir haben kaum gute Plätze. Unsere einzige Hoffnung ist, wir wissen es nicht, es ist eine Hoffnung, die wir haben, dass die anderen genauso mies erwischt, dass auch die KI vielleicht mit ein bisschen Glück auf unserer Seite auch nicht so viele coole Plätze findet. Und natürlich der Loyalitätsdruck von der KI auf uns. Manchmal gibt es coole Felder, wie das zum Beispiel hier, minus 16 Loyalität, da ist Gorgo, die alte Spartanerin, pardon, jetzt nicht. Oh Gott, vielleicht mag sie das nicht, die stolze, liebenswerte und bewundernswerte Gorgo, die wir alle verehren, die ist ja da direkt um die Ecke, also das ist alles sehr schwierig. Es gibt einen Platz, der ist wie geschaffen dafür, dass man dort siedeln könnte, weil unglaublich fruchtbar, Luxusgüter drumherum, Gips und hier unten noch mal Honig, kann man Handel treiben und Weizen und Pferde und was weiß ich alles, ein Flüsslein, aber klitzekleiner Nachteil, liegt direkt neben dem Blumenkranzhäusern. Eleonora von Aquitanien, die ist direkt um die Ecke, das heißt, wir können das mit dem Loyalitätsdruck zwar hier hinbekommen, im Moment, es kann noch schlimmer werden, es kann auch sein, dass die da siedelt gleich, aber ob ihr das so gefällt, da bin ich ein bisschen skeptisch, aber das wäre, schaut mal, da steht die Zahl 1 drüber, noch eine Möglichkeit, dass man da hinkommt und ganz schnell als erste Wahl dort eine Stadt gründet. Das sind die Überlegungen, die wir angestellt haben, Matsu Mannix und ich, Bullix, für euch. Liebe Grüße an alle, die da sind und die später noch dazukommen werden. Live sind es 350 Zuschauer und auf YouTube auch sehr viele, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wir legen gleich mal los. Zwischendurch ein Dankeschön an Danny. Danny Blumix hat abonniert, jetzt schon 5 Monate, danke dir. Türe, bläst ins Horn, danke dir. Und wir machen Folgendes. Wir wählen, als letztes haben wir Obulix gegründet. Das ist zum einen natürlich ein verehrender Ausruf für diesen Bullix. Ein Mann, der fern jeder Eitelkeit ist und jeder Selbstherrlichkeit, sondern einfach so es halt irgendwie cool findet und als Zeichen seiner allwährenden Bescheidenheit stellte, dass sie... Es war ein Vorschlag von euch. Ihr habt gesagt Obulix. Ich hätte mir das selber nie ausgedacht. Im Ernst, es kommt von Obelix. Obelix, weil hier Steinvorkommen. Jede Menge Steinvorkommen. Was wird dort geschlagen? Hinkelsteine. Wen spielen wir? Die Gallier. Das ist die Stadt von Obelix. Da haben wir nur das E ausgetauscht. Nicht, dass ihr das, nicht das, was ihr denkt, dass ich mir ein Denkmal hier gebaut hätte. So schlimm ist es nicht. Das ist Obulix. Hier müssen wir noch als nächstes uns überlegen, was wir dort bauen. Liebe Grüße an Big Boss zwischendurch. Matze hat haufenweise Abos verschenkt. 5 Stück, die gehen an Amun, an Arup, an Commander Lee, an Kensho und an Terael. Liebe Grüße an, das ist sehr, sehr lieb. Und auch an Tante Mimi, Melanie. Danke fürs Verschenken an Johnny Watchplay. Der freut sich auch. Hier vor Ort haben wir im Augenblick immer massiv auf Nahrung. Deshalb ist es im Augenblick mit den mit den Produktionserträgen sehr, sehr mau. Nächster Schritt könnte Monument sein, Einheiten zu produzieren vor Ort. Macht im Augenblick wenig Sinn. Ich würde tatsächlich auf Monument gehen. 20 Runden brauchen wir früher oder später sowieso. Für einen Kornspeicher gilt das auch. Der gibt auch eine Nahrung mehr. Aber von den 2 Kulturpunkten haben wir erstmal mehr als von der einen Nahrung und von Wohnraum, den wir im Augenblick noch nicht benötigen. Wir stellen Monument hier ein in die Bauschlange. Hier oben in Bullix am Rhein. Gott, wo hab ich denn? Das ist mein Spickzettel, den ich mir gemacht habe. Kein Stream. Oh Gott, das ist ja nicht. Wo ist mein Spickzettel? Gottes Willen. Alarm, Alarm. Das Blumenkranzscheusal hat mir sicher meinen Spickzettel gemobst. Ah, da ist er. Gott sei Dank. Ein kleiner Moment, ich würde nicht sagen der Panik, aber des Stammelns und der Aufregung. Das ist mein riesig großer Spickzettel, den ich mir für heute gebastelt habe. Da steht alles drauf, was ich mir für heute notiert habe. Und halt Pins, die da überall sind.
Da steht da drin jetzt vor allem, was wir jetzt machen als Forschung und was wir in Bulix am Rhein vorhaben. Und zwar folgendes. Richtiger Hinweis im Chat von Red Scavenger Spickzettel wird mit X in der Mitte geschrieben. So ist es. Du kannst den gallischen Dialekt. Respekt. Sehr, sehr schön. In Bulix am Rhein läuft im Augenblick die Produktion eines Gesaten. Das lassen wir weiterlaufen, weil wir bei den Regierungskarten drin haben, dass die fett schnell gebaut werden. 50% Produktion bekommen wir extra oben drauf gelegt und die geben uns ja auch Kultur. Das hatte ich gestern mehrfach erklärt, warum das so ist. Danach würde ich gerne einen Campus einstellen. Wisst ihr warum? Wegen der Forschung. Nein, im Ernst. Konzentration bitte. Forschung deswegen, weil ich unbedingt diese Eingebung hier freischalten möchte für das Staatsdienertum. Hier steht sie. Eingebung baute einen beliebigen Spezialbezirk, den einzigen, den wir im Augenblick überhaupt bauen können. Sonst haben wir noch gar nichts freigeschaltet. Na, heilige Städte geht auch. Also heilige Städte können wir bauen, Campus in Kürze. In einer Runde ist das fertig. Die beiden können wir bauen. Und diese Eingebung würde ich mir gerne holen, damit wir dann das Staatsdienertum schneller bekommen. Damit bekommen wir auch den zweiten Gouverneurstitel. Den ersten bekommen wir in Kürze und die beiden können wir dann in Kombination benutzen, um uns diesen Gouverneur zu holen, nämlich den Kollegen Magnus. Und Magnus setze ich dann ein in der Kombination. Roden bringt mehr und vor allem Siedler verbrauchen keinen Bevölkerungspunkt. Alternative. Das ist so ein Dauerbrenner. Also das ist jetzt keine hohe Kunst zu sagen, kommt, lasst uns Magnus machen. Das machen viele von euch ständig und laufend. Das ist ja eine sehr beliebte Alternative, die ich auch furchtbar gerne mache, ist stattdessen zu gehen auf Pingala, den Erzieher mit den Gouverneurstiteln, weil die einem dann, wenn man eine starke, bevölkerungsstarke Stadt hat, einem einen Boost geben bei der Forschung, sowohl bei der kulturellen als auch bei der naturwissenschaftlichen, weil es für jeden Bürger in der Stadt einen Punkt von jeder Sorte mehr gibt, wenn man diese drei Beförderungen in Summe hat. Mehr Forschung, Kultur und Naturwissenschaften. Beides kann man begründen, aber ich würde, weil wir dringend Siedler brauchen und dass das schneller geht hier drauf gehen, vor allem das Kartenskript ist ja extrem hügelig. Das muss jetzt nicht heißen, dass man deshalb Probleme hat, überall und in jeder Stadt mit der Nahrung, das ist dann aber meistens der Fall. Weil wir halt auf Hügeln in der Regel Minen bauen und die geben halt mehr Produktion, aber nicht mehr Nahrung. Man hat wenig fruchtbare Ebenen, also sowohl Ebenen als auch ebene Grasflächen und so weiter und so fort. Wir haben auch kaum Wasser, dass man irgendwas mit Leuchttürmen machen könnte, dass man an Krabbenressourcen oder an Fischressourcen siedeln könnte. Alles nicht da, alles nicht da. Deshalb hat man tendenziell eher ein Problem mit der Nahrung und deswegen hätte ich gerne einen Gouverneur, wo man halt mit dieser Gouverneurstitel Beförderung es sich erspart, einen Bevölkerungsverlust zu haben für jeden Bürger, der in einer solchen Stadt mit Siedler entsteht. Für jeden Siedler, der in einer solchen Stadt ohne Gouverneur entsteht. Das ist die Überlegung. Und das heißt, wir machen einen Gesaten, wir bauen den Campus, holen uns dann die Eingebung fürs Staatsdienertum und haben dann als Doppeleffekt dahinter noch, dass wir zwei weitere Gesandten bekommen. Drei der Stadtstaaten, die wir kennengelernt haben, haben nämlich die Eigenschaft, dass wir die Quest erfüllen, Eingebung für das Staatsdienertum, und dann jeweils bekommen einen Wissenschaftspunkt bzw. einen Goldpunkt mehr. Das ist noch ein Doppelgrund dafür. Das heißt, Gesaat, Campus, dann ein Handwerker und dann vermutlich Siedler, denn die Siedlerproduktionskarte kommt in aller spätestens 11 Runden, de facto früher. Mit der Siedlerproduktionskarte können wir Siedler schneller setzen. Also Handwerker kommen wir wahrscheinlich gar nicht dazu. Müssen wir gleich mal gucken. Siedler bauen mit der Siedlerkarte. Wir bekommen halt deshalb ein bisschen früher, weil die Bevölkerung auf 6 wachsen, wenn wir in Kürze schon haben. Wir haben hier 4 Bürger, hier unten haben wir einen. Wir brauchen insgesamt einen weiteren, einen sechsten. Dann bekommen wir die Eingebung für das frühe Reich. Und das bedeutet, dass wir dann 40% der kulturellen Forschungspunkte geschenkt bekommen. Wir bekommen 12 Punkte gleich durch den Gesaten. Das ist eine ganze Menge. Also 12 Kulturpunkte, 20% der Produktionspunkte. Es kann auch sein, genau, 12 Punkte sollten das sein. Und das waren, glaube ich, 70, ne? 70 Kultur hier. Das heißt, das sind dann nochmal 3-4 Runden. Wir könnten sogar überlegen, ob wir demnächst das Staatsdienertum nicht nochmal ein bisschen anforschen. Ich forsche schon mal ein bisschen das Staatsdienertum für eine Runde an.
klappt es. Für eine Runde mache ich das. Das wäre, damit wir nichts verschenken. Das sollte so klappen. Das sind meine Überlegungen. Mit dabei, wie gesagt, Matsumanix, Matsuman. Alles halbwegs in deinem Interesse oder gibst du manchmal richtig gute Tipps? Kommt da was von dir? Also tatsächlich muss ich sagen, ich würde genauso weitermachen, wie du es auch gesagt hast. Das macht alles Sinn. Eine Kleinigkeit vielleicht noch gerade eben, wir sind jetzt auf Staatsdienertum gewechselt. Also wir verlieren die Kultur nicht, wenn es da so einen Überschuss gibt. Ne? Das wird dann auf die nächste mit angerechnet. Also wir brauchen uns da jetzt keine Sorgen zu machen, dass, ja, dass die verloren geht. Aber nicht bei einer Eingebung. Also ja, insofern, ja, da hast du natürlich absolut recht. Genau, die Eingebung, das sind dann halt die 40%, das wird immer aufgefüllt. Ich erkläre es nochmal expliziter, wenn selbst so ein Klugkopf, so ein Sith-Kenner wie Matsuman meinem schnell vorgetragenen Gedankengang nicht folgen konnte. Und das passiert ja wirklich nicht so schnell. Dann ganz kurz nochmal zur Erklärung. Der Gesandte hier bringt halt gleich 12 Kulturpunkte. Wir brauchen 70 Kulturpunkte für das Staatsdienertum. Wenn der Gesandte kommt, springen wir automatisch ein paar Runden hier weiter. Die Eingebung, die wir freischalten mit dem sechsten Bürger, bringt uns Minimum 40% der Forschungskosten für Staatsdienertum. Wenn allerdings gar keine 40% mehr benötigt werden, sondern nur noch 30 oder 25, dann entsteht kein Übertrag, den wir mitnehmen können, sondern wird nur die Forschung beendet. Zack. Deshalb würde ich gerne, um das zu maximieren, hinbekommen, dass die 40% durch die Eingebung, dass die das Staatsdienertum dann beenden oder fast beenden. Und das ist nicht, dass da kein Überschuss entsteht, mit dem wir nichts anfangen können. Deshalb habe ich ein bisschen Schiss, dass der Gesandte und die 12 Punkte plus die Eingebung Staatsdienertum zu viel ist, um das Staatsdienertum zu beenden. Und deshalb wechsle ich mal zwischendurch auf, Staatsdienertum, um das frühe Reich zu beenden. Deshalb wechsle ich mal kurz zwischendurch auf Staatsdienertum. Okay? So, wir machen hier unten weiter. Hier hatten wir einen Gesandten drinstehen. Und da die Stadt fast wehrlos ist und Gorgo um die Ecke ist und die uns nicht so gut leiden können und wir denen fausthoch unterlegen sind, bleibt er mir mal hier stehen, der Gesandte. Und wir sagen einfach eine Runde weiter. Alles klar? Eine Runde weiter, Leute. Komm, auf geht's. Zatras, danke dir fürs Cheeren. Liebe Grüße. Sogar sehr großzügig, danke dir. Nächster Bürger hier in 6 Runden, nächster hier in 5. Huto stressas es ihoste to haima peo game. Pei endi hati Matthäus. Matthäus? Lothar Matthäus, was ist los? Oh Gott, ich, um Himmels Willen. Ich dachte schon, sie wollte uns den Krieg erklären und uns Truppen ihrer Armee angeführt von Lothar Matthäus auf den Hals schicken. Das wäre bitter gewesen, aber ich bin froh. Ich glaube, sie hält nichts von ihm. Ich glaube, der könnte in einem ihrer Trainingsplätze, wo sie ihre Soldaten drillt, noch nicht mal Greenkeeper werden. Denke ich. Persönlich. Seid ihr wirklich so feige, einem Blutvergießen aus dem Wege zu gehen, so leicht nachzugeben? Wo bleibt eure Ehre? Worüber regt ihr sich auf? Soll man mal einen Blick werfen auf ihre... Jetzt lächelt sie wieder. Mann, hat die Frau ein Temperament. Komm, wir werfen mal einen Blick auf ihre Agenda, Leute. Zu schreiben bedeutet zu teilen. Es ist ein Teil des menschlichen Wesens, Dinge teilen zu wollen. Gedanken, Ideen, Meinungen. Campus, jetzt Bauma, hatte ich eben erklärt, Bibliothek geht drauf. Jetzt folgt, dahinter wird er draufgebaut. Warum faucht sie uns an? Sie hat die Agenda mit Schild oder darauf. Gibt bei Friedensverhandlungen niemals irgendwas raus, mal keine Ziffs, die noch nie Krieg geführt haben. Das ist der Grund. Aber wir sind zu Beginn des Spiels. Wir haben sie kennengelernt und das Blumenkranzscheusal. Jetzt grinst sie uns an. Hätten wir ihr den Krieg erklären sollen, damit sie uns mag? Ich wette, das hätte sie auch nicht cool gefunden. Ja, die hat uns wirklich, Matsumanix, die hat uns wirklich angegiftet, weil wir noch keinen den Krieg erklärt haben. Die hat doch echt... Das ist eine Furie, denke ich persönlich. Gott, ich habe die Hosen voll. Oder den Lendenschurz. Nein, meine karierten langen Hosen habe ich voll. Matsumanix, hast du sie auch schon gefüllt? Ich überlege mir gerade, wenn sie so auf Kriegserklärung steht, ob wir ihr dann einfach mal den Krieg erklären sollen. Und dann muss sie unser Freund sein, oder? Was ist es für eine Freundschaftserklärung, die wir dann folgen lassen? Das machen wir nicht. Mit Blick auf Folgendes. Achtung, alle Leute, die schnell Angst kriegen, jetzt vorher tief Luft holen, sich hinsetzen,
irgendwie, was weiß ich, ein Bierchen vorher trinken, jemand haben, der neben einem steht, der einen gut leiden kann, der ihm die Hand tätschelt oder irgendwas in der Art. Achtung, also für zart beseitete Leute ist dieses Zahlenwerk jetzt ein Werk des Grauens. Herrschaftssieg, Gorgo, 362 Herrschafts- und Militärstärkepunkte, 362, letzter Platz, Biorix 80. Nein, wir machen keinen Krieg, tut mir leid, machen wir nicht. Wäre aber eine coole Möglichkeit, um endlich mal ein paar Städte zu bekommen, oder? Haufenweise Einheiten rausspawnen, runtermarschieren und sie angreifen, in der Theorie, in der Praxis. Habt ihr gesehen, was die drauf hat, die Gorgo? Habt ihr gesehen, was die für Spezialeinheiten hat? Ganz zu Beginn, habt ihr die gesehen? Schaut mal her. Das sind ihre griechischen Spezialeinheiten, Hopliten. Ersetzen den Speerkämpfer, ist ganz früh drin, gibt plus 10 Kampfstärke, wenn mindestens eine Hopliteneinheit daneben steht. Und ein Hoplit hat eine Kampfstärke von 25. Unser Krieger, unser Gesate, hat eine Kampfstärke von 20. Das heißt, wir bekommen mit ihm plus 10 drauf, weil die hier eine höhere Nahkampfbasisstärke haben. Das heißt, wir hätten 30 und die hätten dann immer, wenn einer daneben steht, 35. Wir werden ihn trotzdem unterlegen. Na? Das ist also meistens steht ja einer daneben. Wenn keiner von denen daneben steht, hätten wir 30 gegen 25. Steht einer daneben, hätten wir halt 30 gegen 35, das tut schon weh. Die 5 machen eine Menge aus, vor allem wir spielen auf Gottheit. Der hat die KI-Kampfboni bei der Kampfstärke. Also ich weiß nicht, jetzt rüber marschieren, das ist jetzt nicht so mein Ding. Noch nicht. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Nächster Schritt, nachdem wir den Campus uns geholt haben, ist der Weg hin. So, jetzt lass uns überlegen. Unser Oppidum. Das ist so cool. Ich habe es mir nochmal angeguckt in der Vorbereitung hier für unsere kleine Session hier. Das ist super cool. Das ist unser frühes Industriegebiet. Das ist so großartig. Das ist so großartig. Im Chat werde ich gerade gefragt von Sir Winston, warum ich hier die Dauerporträts unter den Porträts nicht die Ressourcenerträge dauerhaft einblenden lasse. Und immer nur, wenn man drüber geht, weil mich das nervt. Das ist mir zu viel. Das ist so ein ähnlicher Grund wie hier, die ganze Zeit die Erträge einblenden lassen. Das ist mir zu... Also ich habe nichts gegen Infos und drüber nachdenken, aber für meinen persönlichen Geschmack ist das zu viel Info auf Kosten von Spielatmosphäre. Da die ganze Zeit drauf gucken. Mir reicht es auch, wenn ich mal drüber habe. Das reicht mir aus. Aber ist reine Geschmackssache, sag ich gerne. Hier wieder hin und jetzt folgende Überlegung. Das ist das Oppidum. Das Oppidum ist wirklich ultra, ultra, ultra cool. Das bekommen wir, es ersetzt das Industriegebiet. Das normale Industriegebiet kommt viel später ins Spiel. Achtung, folgt mir mal ungefährlich in die Richtung. Wir bekommen das schon mit der Eisenverarbeitung. Das ist halt historisch angelegt an die Kelten, die Meister der Eisenzeit waren in Europa. Die dominierende Macht in Europa zur Zeit der Eisenzeit. Deshalb ab Eisenverarbeitung schon Industriegebiet. Die haben die Hütten gebaut, die haben geschmolzen, die haben Waffen gemacht, USW. Also, blickt mit mir in die Richtung bitte. Fernste Zukunft, hier Ausbildung, Werkstatt, Industriegebiet kommt normalerweise ab der Ausbildung. Hier, steht bei uns nicht, weil wir können das Industriegebiet ja nicht bekommen. Hier, das ist ein gutes Stück weg, das ist Mitte des Mittelalters und das hier ist Beginn der Klassik. Ja, also okay, Beginn des Mittelalters, Beginn der Klassik, ein Zeitalter früher. Es ist nur halb so teuer, das ist ja meistens bei den Nationen oder Zivilisationen spezifischen Bezirken so, dass die nur halb so viel kosten, nicht immer, aber meistens. Und es schaltet uns frei, diese Tech, die kriegen wir dann freigeschaltet. Das heißt, sobald wir hier sind und die Eisenverarbeitung freigeschaltet haben und, Moment mal, und das erste Oppidum gebaut haben, schaltet der Bau des ersten Oppidums die hier frei und damit bekommt jede unserer Minen plus eine Produktion. Und wer ist die Sif mit den vielen Minen? Wir bauen Mine um Mine. Wir sind König der Iberonen, wir haben die Hallstattkultur und unsere Hallstattkultur bringt uns ja, dass jede unserer Minen einen Kulturpunkt bringt. Und dass Minen Kulturbomben sind und die begeben dann noch eine Produktion. Das lohnt sich ohne Ende dann Minen zu bauen.
Minen, Minen, Minen. Und wir bekommen natürlich das dann die Möglichkeit, auf das Industriegebiet, wenn es steht, eine Werkstatt zu errichten und nochmal 3 Produktionen draufgelegt zu bekommen. Das ist sehr, sehr cool. Da wollen wir hin. Mal ganz abgesehen von solchen Details, zum Beispiel wie, dass unser Oppidum einen Fernkampfangriff hatte, so wie ein Lager. Wenn Feinde kommen, ballern wir auf die. Ihr habt ja gesehen, die Karte ist sehr hügellastig und damit sehr bietet tolle Verteidigungspositionen. Das ist für uns wichtig, denn wir spielen auf Gottheit. Wir hinken furchtbar lang hinterher bei allem. Die anderen haben riesengroße, starke Armeen, wir nicht. Und da ist das gut, wenn man eine starke Defensivposition aufbauen kann, wenn man sie braucht. Das ist das Wichtigste rund um das Oppidum, wo man das setzt und welche Boni das gibt, gucken wir uns später nochmal an. Ja? Also das wäre eine Möglichkeit, in die Richtung zu gehen, zur Eisenverarbeitung. Gingen wir dahin dann? Ja, der Weg darüber, über die Bronzeverarbeitung, die dauert 15 Runden und zeigt uns dann auch an, wo Eisen ist. Das wüsste ich gerne. Nicht, weil wir das Eisen kurzfristig bräuchten. Das brauchen wir gar nicht. Eisen braucht man typischerweise primär für Schwertkämpfer. Schwertkämpfer werden wir eventuell überspringen oder gar nicht bauen, weil wir ja unsere Gesaten haben. Und weil die auch nicht, wenn man halbwegs geschickt die einsetzen, auch nicht schlechter sind als die Schwertkämpfer, dafür nichts im Unterhalt kosten, billiger sind, USW. Unsere Spezialeinheit ist pipapo. Dann braucht man Eisen später noch für Ritter, also für die schwere Kavallerieeinheit des Mittelalters und für deren Upgrade auf den Kürassier. Aber das kommt irgendwann viel, viel später. Ich weiß gar nicht, ob wir Kelten überhaupt reiten können. Weiß ich gar nicht. Vielleicht können wir auch nur laufen oder zum Heiligen Bullen beten und den Preisen irgendwas in der Art. Ich weiß gar nicht, ob wir reiten können. Also, und das wäre die Möglichkeit, Weg Bronzeverarbeitung Eisen entdecken, damit wir auch wissen, wo wir siedeln sollen. Weil das wäre schon cool. Eisenvorkommen sind sehr produktionsstark, Mine draufgesetzt, gut. Und wir sind froh, wenn wir jedes Wissen, wo eine strategische Ressource ist, ist für uns Gold wert. Weil unser Oppidum da stehen sollte. Unser Oppidum gibt +2 Produktion durch jedes strategische Ressourcenvorkommen neben dem Oppidum, neben unserem Industriebezirk. Deshalb sollten wir bei der Wahl, wo setzen wir die hin, auch wissen, wo möglichst viel über strategische Ressourcen wissen. Aber wir haben hier noch keine 3 Babsen besiegt, keine 3 Barbaren. Wir besiegen aber gleich welche. Wenn wir Glück haben, haben wir gleich, wie viele haben wir bislang besiegt? 1 oder 2, Matsumanix? Ich meine, es wäre erst einer gewesen. Ich glaube auch nur einen. Einen haben wir laufen lassen, das war so ein feindlicher Speer. Einen haben wir uns geschnappt und mit unserem Gesandten im Süden besiegt. Wir ziehen aber gerade auf dem Barbarenlager drauf. Mit ein bisschen Glück können wir 2 besiegen und können dann zur Bronzeverarbeitung. Alternativen! Jetzt bitte nicht lachen, ich meine es, ne? Aber segeln wäre auch irgendwann eine Option. Nicht, dass ich es mache, aber nur um es mal zu äußern, weil wir teilweise hier nur über diese Seen hinweg schwimmen müssten mit Handwerkern, die wir nicht haben, um überhaupt hier vernünftig alles aufdecken zu können, weil die Karte so komisch gebaut ist. Aber machen wir nicht. Bewässerung, damit man Plantagen bauen kann. Bislang haben wir da aber kaum Plätze, wo das relevant ist. Bogenschießen wäre auch eine Option, finde ich aber nicht zwingend. Steinmetzkunst, Stadtmauern bauen, sehe ich uns im Augenblick nicht. Wir sind Optimisten, brauchen das nicht. Radwassermühlen. Das könnten wir gleich mal gucken, aber am coolsten fände ich eigentlich hin zur Eisenverarbeitung. Da bin ich sehr für. Wir gehen mal im ersten Schritt zur Bronzeverarbeitung, Matsumanix. Stimmst du mir zu? Absolut, und wir machen da ja auch jetzt keinen Fehler oder so, weil wir haben noch viel Zeit, bis der Boost dann eingreifen würde und dann können wir vorher noch wechseln. Ganz genau. So machen wir das. Hier sind die Barbaren, die sich von dieser Seite aus nähern und wir haben leider keine Verteidigung da. Noch. Kein Grund zur Panik. In der nächsten Runde entsteht hier ein Gesate. Mit ein bisschen Glück ist er so doof und zieht bei uns aufs Gelände. Dann ziehen wir drauf und packen ihn. Sollte er sich jetzt neben unsere Stadt stellen, dann fände ich das cool. Dann würde eine gepatzt, eine verpasst bekommen. So, das Geld sammeln wir zum Beispiel für den Kauf eines Handwerkers vor Ort. Ich bin zwar eigentlich kein Freund vom Einheiten kaufen, hatten wir oft diskutiert, weil man Einheiten ja auch bauen kann in den produktionsstarken Städten und zu produktionsschwachen hinschicken kann. Kaufen sollte man nach meiner Überzeugung eher Gebäude in den produktionsschwachen Städten oder Beförderung von Einheiten. Dafür sollte man Geld ausgeben. Aber im Augenblick haben wir echt ein Problemchen mit Handwerkern. Das wäre eine Möglichkeit, dass wir die nicht dazwischen schieben im Augenblick. Hier unten wollen wir mit diesem Speer hier noch weitere Dinge erkunden. Svinuit, jetzt erst gesehen, entschuldige. Danke dir für dein Abo. Ich habe mich ja in Rage geredet bei Civ 6.
beim Nachdenken. Habe ich glatt übersehen. Danke dir. 9 Monate hier mit Prime abonniert. Und auch einen Exekutor. Und seine 4 Monaten. Vierfacher Dank von WB an dich. Danke. Wir könnten Richtung Gorgo ziehen oder Richtung Osten. Wir hatten uns überlegt, wir wollten Richtung Osten ziehen, weil die Siedlerübersicht uns zeigt, hier sind viele Spartanerstädte. Mit Glück finden wir hier eher noch Bonusdörfer, dass die nicht gescoutet sind. Deshalb ziehen wir in die Richtung. Das ist einer, der über Hügel schneller geht und auf Hügel auch weiter gucken kann. Deshalb bin ich eigentlich sehr motiviert. Über Hügel zu ziehen, damit wir weit gucken können. Toll, jetzt können wir gar nicht gucken, weil die Hügel überall auch die Sicht einbremsen. Na super, toll gelaufen. Mit diesem Gesaten hier geht's hoch zu diesem Lager. 2 auf einmal. Mit Glück finden wir 2 Feinde. Wir brauchen 2, die wir noch töten müssen. Einer zieht daneben. Na, das ist der 2. Mit ein bisschen Glück erwischen wir ihn noch. Wir brauchen 3 Tote. 3 Tote brauchen wir für die Bronzeverarbeitung. Nächste Runde bekommen wir einen Boost für die kulturelle Forschung, fürs Staatsdienertum. 12 Kulturpunkte kommen drauf für den Gesandten gleich, Leute. Hier erkunden wir haben offene Grenzen vereinbart. Die Grenzen und das Reich des Blumenkranzscheusers. Oh Gott, im Schneckentempo stelle ich fest. Eine Runde weiter. Zieht in unser Reich und da können wir ihn stoppen. Super, der kann jetzt nicht weglaufen. Wir machen Folgendes. Haben wir eigentlich schon Kontrollzonen oder haben wir die noch nicht erforscht? Militärtradition, Flankierungs- und Kampfunterstützung? Doch, haben wir. Kontrollzonen sind von Beginn an. Das habe ich mit einem anderen Spiel verwechselt. Es gibt irgendein Spiel, wir spielen so viele verschiedene Strategiespiele. Irgendeins habe ich zuletzt gespielt, da kam die Kontrollzone erst durch Forschung rein. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Wir ziehen hier drauf und blocken ihn hier und dann kann er uns nicht weglaufen. Dann können wir wenigstens einmal eine verpassen. Weil er bleibt in unserer Kontrollzone stehen und wenn er den Fehler macht, nach Norden laufen zu wollen, dann erwischt ihn auch noch der Krieger hier. Nächste Produktion hier, Campus. Und jetzt frage ich mich, ob wir den Campus überhaupt hier hinsetzen können. Geht das überhaupt? Ja, es geht. Campus, eine Sache ist doof. Es wäre natürlich cool gewesen, dort vorher noch zu roden. Dann hätten wir nämlich einen kleinen Produktionsbonus bekommen. Andererseits geht jetzt halt nicht, zu lange warten ist doof. Ich hatte euch das eben gegründet mit dem Campus, bekommt man den Bonus fürs Staatsdienertum dann. Ja. Und wir machen außerdem einen Teil, da kann er nicht geplündert werden, einen Teil der Verteidigung von ihm weg, nämlich die Wälder. Genau, da setzen wir hin. Einverstanden, Matsumanix? Ja, es ist sehr schade mit dem Wald, aber du hast es erklärt, wir machen das jetzt. Wir können natürlich auch in 4 Runden einen Handwerker bauen, rüberziehen, roden. Es kann sogar sein, dass wenn wir das machen, sogar noch Zeit sparen. Jetzt einen Handwerker bauen, der ist in 6 Runden da. Dann rode, also in 4 Runden fertig, dann ist eine Runde rauf, Runde 5, Runde 6, er steht vor Ort. Runde 7, er rodet. Wie hoch ist der Rodungsertrag, wenn man einen Wald rodet? Ich hab's nicht im Kopf. Also ohne Gouverneur. Eventuell haben wir sogar noch den Gouverneur. Es kann sogar sein, dass der dann dann erst fertig wird. Lasst uns das machen. Das könnte sein, dass das sogar schneller geht mit Handwerker und Roden. Und dann haben wir außerdem noch Handwerker mit 2 Aktionen. Chat meint 40 eventuell. 40 könnten es sein. Was hast du gesagt, wie lange brauchen wir, bis wir roden? 6 Runden? 7 Runden. In 4 Runden ist der Handwerker da, in 6 Runden steht er vor Ort, in 7 Runden führt er die Aktion aus. Und 7 Runden brauchen wir für den Bau des Campus. Das Ganze ist auch relevant. Du denkst vermutlich auch schon an einen Gouverneur, ne? Ja, genau. Wir denken ja oft sehr, sehr ähnlich. Diesen Gouverneurstitel hier, den Magnus, bekommen wir ja gleich vorher. Und der muss allerdings vorher dorthin und sich etablieren. Und wenn er etabliert ist, das Etablieren dauert 5 Runden, dann bekommen wir sogar noch 50% mehr durch das Roden des Waldes an einmaligen Produktionsertrag. Das müssen wir auch im Kopf behalten, aber ich glaube, das können wir mitnehmen und nutzen. Lass uns das machen. Das Staatsdienertum, wir haben in 4 Runden den 4. Bürger hier, in 3 Runden hier, in 3 Runden sollte eigentlich
dann ist auch das frühe Reich fertig. Wir machen hier noch 2-3 Runden weiter. Dann kommt... Ja, dann machen wir das. Dann kommt der Gouverneur hin und dann kriegen wir fast in derselben Runde den Campus hin und haben noch einen Handwerker mit 2 Aktionen. Ich hoffe, ihr konntet dem wirren Gestammel von Matsumanix und mir gerade folgen. Ich hoffe, dass ja. Hier ziehen wir noch ein bisschen weiter herum. Hier geht's rüber. Ah, wie schön. Jetzt tricksen wir ein bisschen. Ich vermute, der Kollege eilt ihm gleich zur Hilfe oder greift uns an. Und jetzt geben wir uns +3 Kampfstärke. Dadurch, dass wir in derselben Runde... wir haben schon gezogen und jetzt machen wir Verschanzen. Das bringt +3 an Verschanzungskampfstärke. Wären wir noch nicht gezogen, würde es +5 bringen, glaube ich, Matze, ne? +5 oder +6, jetzt habe ich zwar mal ausprobiert, aber genau. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich weiß auch nicht mehr, 5 oder 6 sind wir komplett verschanzt, ich glaube 5. So sind es auf jeden Fall 3. Und er hat nur 2 Bewegungspunkte, er zieht also gleich, er kann nur auf das Feld ziehen oder auf das, wenn er in den Kampf eingreifen will. Und das ist wahrscheinlich, weil die KI zieht, die Barbaren-KI zieht aggressiv bei Sif. Zieht er hier unten hin, würde er weiterziehen, uns angreifen und würde gegen unseren Verteidigungsbonus ankämpfen. Würde er hier hinziehen, dann hätte er hier keinen Verteidigungsbonus, steht auf der Ebene und dann könnten wir auch hier rum und dann hier angreifen zum Beispiel. Also hier bleiben wir mal stehen. Und hier verschanzen wir uns. Entschuldigt, dass ich da auch so lange nachdenke. Wahrscheinlich denkt ihr, da sitzt ein alter Mann vor einem Monitor, guckt da rein und fängt gerade an einzuschlafen. In Wahrheit war es so, dass eine Fülle von Kleinstgedanken durch diesen kahlen Schädel hindurchzuckten. Ich habe alle möglichen Dinge berechnet und mir vorgestellt und Züge vorgestellt und wer macht was wann. Und ihr konntet von außen nur 40 Sekunden lang irgendwie jemandem zuschauen, der mit sinnentleertem Gesichtseinausdruck irgendwie vor sich hin starrt. Es tut mir herzlich leid. Das ist normalerweise nicht meine Art, wie ich ein Let's Play mache. Aber ich schwöre bei dem, was mir am heiligsten ist. Ich schwöre beim heiligen Bullen. Ich habe das Nachdenken. Ich schwöre bei ihm. Ich schwöre. Ich habe das Nachdenken nicht nur simuliert, ich habe wirklich nachgedacht. Ich schwöre, dass es so war.